Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elex. Wir gehen gucken, was das hier ist. Seid ihr freundlich? Alles klar. Wuch. Ist okay. Ich komme euch nie wieder zu nahe. Das war mein Fehler. Es tut mir sehr leid. Alter, Mann, warum schießen die alle mit Laserwaffen rum? Oh, was haben wir da unten? Ich sehe das Kleberband und die Kamera. Ich möchte das gerne aufnehmen. Und das Buch nehme ich... Das können wir nicht aufheben. Ich kriege einen Anfall. Egal, wir gehen zurück, geben die Quest ab, sagen, dass ihre Vic tot ist. Vic Medi Knight. Oder war das eher der Vic Daymate? Entschuldigung. Oh, guck mal. Hunter, wir kommen. Sowas aber auch. Ja, hi. Jetzt nicht. Dann halt nicht, wow, echt. So nicht. So nicht? Okay, schade. Davon will ich gar nichts wissen. Ja, okay, ich bin hier unwillkommen. Sagt es doch einfach alle. Vic ist tot. Vic ist tot. Aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ach, scheiße. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. Paket-ID-Karten gegeben. So, fertig. Gib mir die gefälschte ID. Nee, gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Geld muss doch noch eingespeichert werden. Was muss eingespeichert werden? So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Wenn Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Ganz ehrlich, bis jetzt sind mir die Outlaws irgendwie am sympathischsten. Die sind mir bis jetzt echt am sympathischsten. Ich würde hier gern alles klauen, aber ne... So, ich würde mich gern healen, aber ein Heiltrank ist gerade voll die Verschwendung. Bier. Komm, wir haben so viel Bier. 5 Stück. Wir sind nicht betrunken. Gott. Gut. Ey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Wer ist Ray? Und wenn es so wäre? Ja, sag mal was. Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Alter, dann sage ich dir gar nichts über Ray, aber der kommt mir so bekannt vor. Ray, haben wir den echt noch nie gesehen? Wir speichern ab und ich würde sagen, Höhle des Löwen. Halt, keinen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Ich habe ja gehört, die Menschen in der Stadt werden gefangen gehalten. Ich habe eine, die lass mich durch. Ist dir klar, dass von euren Alter, nein. Das ist ja mal voll assi. Ich habe eine ID. Lass mich durch. Zeig her. Ich muss sie überprüfen. Halt. Warte mal. Du warst doch schon mal hier und hast mich gefragt, woher du eine ID bekommen kannst, richtig? Dann erzähl mir doch mal, woher du diese ID hast, Freundchen. Sie gehört meinem Bruder. Sie gehört meinem Bruder. Das Bild sieht aus, als wärst du das. Ihr seht euch wirklich ähnlich. Na gut. Da ich heute einen guten Tag habe, lasse ich dich damit durch. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen.
Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich doch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Ich mag die nicht, Alter. Was sind Suggestoren? Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Aha, Gehirnwäsche. Ich sehe schon. Kallax zurück in den Norden. Wie lange ist das her? Wer ist Kallax nochmal? Wie läuft es hier in der Stadt? Jo. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Voller Rassist. Es sind Separatisten in der Stadt? Ja, so hab ich auch reagiert. Sie behaupten nicht mehr zu den Alps zu gehören. Aber diesen unreinen Wesen kann man nicht trauen. Einsperren und auf Elex-Entzug setzen. So lange, bis sie nur noch Gemüse sind. Das sollte man mit ihnen machen. Man munkelt, sie hätten ihr Hauptquartier irgendwo im Osten von Abessa. Eigentlich müsste man sie aufspüren und den ganzen Laden aufräumen, wenn du mich fragst. Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Alles klar. Wir lassen es mal. Der hat das Relikt von Abessa. Okay, wir sind in der Stadt. Das ist... Sieht anders aus, wie erwartet. Hallo? Später habe ich. Das ist ein Separatist. Man sieht es an der Hautfarbe auch ein bisschen. Outlaws? Die Outlaws sind die coolsten. Geht mir seit Tagen auf den Sack. Cooper! Ist das so? Cooper! Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Gegen die Kleriker. Gegen die Kleriker. Du scheinst ein bisschen Verstand in deinem Kopf zu haben. Wenn es nach mir geht, können die sich alle wieder verpissen und zu Hause mit ihren ach so wertvollen Plasmagewehren spielen. Wir werden hier unterdrückt. Ja, ich weiß. Wir alle haben zugestimmt, dass die Kleriker hier das Ruder übernehmen. Aber dass jetzt niemand mehr in oder aus der Stadt darf, ist doch einfach nur noch Paranoia. Weil die Alps immer näher kommen. Wer's glaubt? Auf jeden Fall. Oh. Die Alps zu unterschätzen ist ein tödlicher Fehler. Exekutionen, Konverter, Strafexpeditionen. Glaub mir, ich kenne die ganze Scheiße. Aber die Typen sind doch nur hinter Elex her. Und soweit ich informiert bin, gibt es davon hier nicht mehr als anderswo. Warum also sollten sie ein Interesse daran haben, eine befestigte Stellung anzugreifen? Weil sie das Elex wollen. Alles Elex. Ach, du musst dich irren. Irgendwann hat sich jeder den Bauch vollgeschlagen. Das gilt auch für die Alps. Auf jeden Fall hier. Ich komme von Hunter. Hunter schickt dich? Warum ist er nicht selbst hergekommen? Er hatte Angst, dass er nicht mehr aus der Stadt gelassen wird, wenn man ihn erwischt. Du meinst, er hatte Angst, dass ihm das gleiche passiert wie mir? Ich kann froh sein, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Sonst wäre ich längst bei den Suggestoren gelandet. Hat Hunter dir etwas für mich mitgegeben? Ja. Hat er. Na endlich. Danke. Damit kann du ich hast einer Seite mit Abessa-Konflikt zugespielt. Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Was? Ich weiß nicht, ob Hunter dir eine Belohnung versprochen hat, aber von mir bekommst du auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Wir arbeiten für eine gute Sache. Vertrau mir. Vertrau mir. Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich vertraue dir. Immerhin hast du mir meine Fahrkarte hier rausgegeben. Ich werde dir nicht unseren Plan verraten. Aber sei versichert, dass wir hier an einer Revolution arbeiten. Die Kuppel muss weg und wir werden dafür sorgen.
Du bist ja schon dabei, uns zu helfen. Mach so weiter und du kannst dir sicher sein, wir werden dich nicht vergessen. Warum wollt ihr die Kuppel zerstören? Die ist doch eigentlich ganz nice. Damit sind sie geschützt und gut ist. Ah, alle haben so ihren Ding. Die einen, die interessieren sich nur für ihre Natur. Die hier interessieren sich nur für... Die Kleriker haben einfach einen Schuss weg. Auch wenn ihre Rüstungen echt nice sind. Also ihre Rüstungen sind schon echt nice. Die sind halt, die erinnert mich ein bisschen, weiß mit diesen zusammengebauten Waffen und so, erinnert mich voll an Fallout. Habe ich voll Bock drauf. Natürlich will ich auch den Rittern beitreten, weil die Schwerter einfach so eine nice Sache sind mit den Bögen. Und Kleriker haben halt die geilsten Waffen. Also es gibt überall so Pro und Contra. Ich werde mich jetzt erstmal berieseln lassen von allen. Was geht hier so? Alter. Ich speichere mal. Bewege den Dietrich nach rechts oder links, um die richtige Reihenfolge für die Öffnung der Zylinder. Ah, okay, das war... einfach. Bei Risen war das, glaube ich, auch so, gell? Ohne Mechaniker mit so Trockenfleisch. Und Metallschrott. Geil. Hallo, Clean Blood. Blood. Clean Blood. So, wir können uns hier ja durchklauen, wenn hier niemand hinguckt. Hier ist aber nicht mehr wirklich viel. Okay, was geht hier hinten so? Hilfe! Was geht hier hinten? Okay. Alter! Wollt doch nur mal gucken. Magnesiumfackel nehmen wir natürlich mit. Magnesiumfackel nehmen wir natürlich mit. Oh, hi, hi, hi. Ich guck mich hier nur so um, hi. Okay, wir haben Cooper die ID gegeben. Eigentlich können wir jetzt wieder rausgehen. Hallo, Paige. Ah, Frischfleisch. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Ey. Du bist nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Okay. Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlichen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alp sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Oh, und das lässt du dir gefallen? Und das lässt du dir gefallen? Mir sind einfach die Hände gebunden. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Soll ich jetzt Mitleid haben? Hört sich ja für mich an, als ob du... Komm, wir sind nett zu Paige. Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Das hast du gut erkannt. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Wie wär's, Finn? Vertraust du jedem deine Pläne an? Vertraust du jedem deine Pläne an? Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier.
Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Jawohl. Wo soll ich nach Radok suchen? Das Hochland ist groß, aber bei unserer letzten Unterhaltung sagte er mir, er bricht nach Nordosten auf. Er erzählte irgendwas von einer kaputten Windkraftanlage oder so. Die haben wir vorhin gesehen. Dort nach ihm ab. Mit Glück hält er sich dort noch auf. Okay, wir sind auf jeden Fall in der Stadt. Wir haben Cooper die Karte gegeben, das haben wir schon gemacht. Wir haben schon ein bisschen Trockenfleisch gefunden für den einen Typen, der zu den Outlaws will. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal wieder raus. Das ist hier kein Problem. Wir können hier raus und rein, wie wir wollen. Der sucht immer noch nach Ray. Ups. Bombi. So, wir sagen dem Typen erstmal darüber Bescheid. Hey, wir haben Cooper die Karte gegeben, wir sind toll. Dann gibt's wieder Erfahrung. Wir sind übrigens noch ein Level aufgestiegen. Das ist auch noch geschehen. Nee, oder? Doch. Doch, wir sind ein Level aufgestiegen. Wirklich, ja. Du hast dich um Cooper gekümmert, wie ich gemerkt habe? Ja. Auf dich scheint Verlass zu sein. Auch wenn deine Bezahlung die ID-Karte war, so will ich mal nicht so sein. Hier hast du noch eine Kleinigkeit. Und was ist mit euch? Wir bleiben hier draußen und hoffen auf eines von zwei Dingen. Entweder die Kleriker entschließen sich, die Kuppel für uns zu öffnen, oder die Kleriker werden endlich alle massakriert. So lange bleiben wir hier. Wie dem auch sei, danke nochmal für deine Hilfe. Gern geschehen. Geht's dir auch so? Ja, definitiv geht's mir so. Sorry. So, okay. Wir gucken jetzt nochmal die Quest durch. Wir haben auf jeden Fall noch Waffenembargo. Page will, dass sie hier. Das ist hier mit dem Geschäft. Mission im Hochland Abessa. Was? Davon will ich gar nichts wissen. Hä? Ach, das ist der Ort. Alles klar, okay. Nee, oder? Der fehlende Mann, der Aufzug, das war mit dem Zahnrand des Gefehlen der fehlende Mann war der zu den Outlaws. Das ist der, der noch Trockenfleisch braucht. So, Gefährten. Stimmt. Wir haben ja jetzt eigentlich alle befragt. Das war ja eigentlich... Wir wollten ja eigentlich... Wir sollten ja eigentlich gucken, ne? Wer den ermordet hat. Hauptmission. Das war hier Rachefeldzug. Ja, ja, das ist klar. Okay. Was ist eigentlich... Wir haben ja jetzt hier alle entdeckt. Wir müssen eigentlich nur noch zurück, oder? Zu Duras, und sie sagen, hey, wir haben alle befragt. Die waren das alle nicht. Punkt aus Ende. Das glaube ich ja nicht. Aber bevor wir das machen, machen wir das erst mit der Waffenlieferung. Zack, wo ist der? Der Typ ist... Alois? Da. Radok. Okay. Das wollte ich alles gar nicht wissen. Dann halt nicht, sorry. Warte, bin ich überhaupt hier richtig? Ja. Dann gehen wir kurz zu dem, besorgen ihr die Waffen, kassieren da ein bisschen Geld. Oh nein. Oh, was haben wir hier? Federvieh. Ah, übrigens, wir sehen ja noch ein Level ab. So. Wir haben nur 529 Elixir. Was mit unserem ganzen Elixir passiert? Wir warten jetzt erstmal mit der Levelvergabe und gucken, was wir als nächstes dann hochskillen davor. Wir speichern ab. Hi. Kurz hier rüber, einen Heiltrank nehmen. Oh. Okay, wir müssen hier rüber. Heiltrank nehmen. Ha.
Haha. Haha. Alter. Aua, Hals lang nehmen. Okay, okay. Wir nehmen keinen Heiltrank mehr. Wir speichern aber mal kurz zwischen. Bei so einem harten Kampf. Nein! Oh. Gott sei Dank habe ich zwischen gespeichert. Oh, katastrophal, Mann. Er hat sein Leben verloren? Ciao. Rohes Fleisch. Ey. Ist eigentlich so anwirf, die zu töten für 10 XP und wir müssen, glaube ich, da hoch. Du siehst ziemlich gefährlich aus. Ich lass dich mal in Ruhe. Und da ist der Typ. Ciao. Hi. Oh. Oh, nice. Oh, nice. Hi. Hm. Hi. Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander. Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Es kann mein Separatist schon anbieten. Deine Drohungen lassen mich kalt. Ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Gut. Ich habe kein Interesse daran, mich mit dem Tod eines abtrünnigen Alpsoldaten zu schmücken. Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du wirst sie nicht finden. Ich bin allein unterwegs. Und so soll es auch bleiben. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft anderer. Erzähl mir vom Vorfall mit den Klerikern. Ich musste sie töten, ohne dass ein Wort verschwendet wurde. Ihr Fanatismus ist mir fremd. Dennoch hat er gereicht, mich zu attackieren. Zwei von ihnen konnte ich erwischen. Die anderen beiden sind noch in der Nähe. Gut, dass du keiner von ihnen bist. Die Gefahren, denen wir Separatisten uns stellen müssen, nehmen mit jedem Tag zu. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Du kannst auf mich zählen. Du kannst auf mich zählen. Gut. Zieh deine Waffe und dann befreien wir uns von dieser Last. Dich hole ich mir. Hilfe. Du machst es schon allein. Alter, was hat der für eine Welt? Easy. Ja, guck, ich dir geholfen habe. Ohne mich hättest du keine Chance gehabt. Hihi. Kleriker liegen im Staub und kein Zeichen von ihrem sogenannten Gott. Das sollte dem Rest von ihnen zu denken geben, wenn sie ihre Leichen verscharren. Da, nimm das. Betrachte es als Gegenleistung dafür, dass du mir nicht in den Rücken gefallen bist. Paige schickt mich. Paige schickt mich. Paige? Hm. Die Menschen sehen alle gleich aus und führen eigenwillige Namen. Doch, du kannst nur die Frau aus der Kuppelstadt meinen. Sie ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich, dass sie an meinen Waffen interessiert war. Richtig. Vertraust du ihr? Nein. Aber angesichts ihrer Lage ist es unlogisch, wenn sie versuchen würde, mich zu hintergehen. Solange meine Waffen den Streit unter den Menschen befördern, ist es gut für uns. Hier,
Gib ihr das. Für den Anfang wird es reichen. Den Rest werde ich ihr zu gegebener Zeit zukommen lassen. Alles klar. Oh. Ich werde es ihr ausrichten. Tu das. Darf ich dich beklauen? Speichern. Ich darf dich beklauen. Danke für den Ring. So, du hattest einen Ring. Oh mein Gott, ich wollte doch immer diesen anderen Ring des Widerstandes. Maximale Gesundheit plus 10, maximale Ausdauer plus 10. Erhöht die Lebenskraft und Ausdauer. Ziehen wir natürlich an. Ich wollte eigentlich das Ding anziehen, was uns Questbonus gibt an XP. XP, Questbonus, XP-Dinger da, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh, läuft aber, läuft alles ziemlich flott voran. Der Ring ist ganz nice. Ich weiß zwar nicht, wie viel. Ich weiß gar nicht, wie viel maximale Gesundheit wir haben, damit ich ungefähr wüsste, was 10 HP genau sind. Oder auch 10 Ausdauer, aber. Ah, schwierig. Wir bringen auf jeden Fall. Wir bringen auf jeden Fall die Waffe jetzt erstmal zur Page. Sie wird darüber glücklich sein. Hallo. Ciao. So, ich glaube, die war dort rechts irgendwo. Nee, ist klar. Hier. Oh, hi. Du bist wieder im Geschäft. Oh, ich wollte den Ring anziehen. Ich hatte auf die großen Kaliber gehofft. Aber für den Anfang reicht es. Die Nachfrage ist jedenfalls ungebrochen. Hier. Dafür, dass du dir die Füße wund gelaufen hast. 300 Splitter. Ich schon. Oh Mann, ich wollte doch den Ring anziehen, Mann. Was ist los mit mir? Gut halten, Konservendosis zum Essen. Schmackhaft nein, nahrhaft ja. Okay. Wie viel Trockenfleisch haben wir eigentlich gerade? 6. Und Wasser haben wir 8. Wie viel will der Typ eigentlich von uns? Krumme Geschäfte. Haben wir eigentlich da noch irgendwie eine Quest? Alios. Okay. Ach, ihm könnten wir melden. Ey, die wollen sich beliefern, bla bla bla. Aber ehrlich gesagt, ich mag die Kleriker nicht. Was bist du denn? Später habe ich vielleicht Zeit. Das ist brutal, wie weiß die sind im Vergleich zu uns. Dafür, dass wir auch mal ein Alp waren. Alles klar, wir gehen mal raus. Ciao. Gut, dann haben wir die Waffengeschäfte auch erstmal erledigt. So das, was man erledigen konnte. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück in die Stadt. Und gucken mal. Und reden mal wegen dem, ne? Wegen dem Mordfall. Alter, hat mich gerade erschreckt, so im Augenwinkel. Gut, dann danke schon fürs Einschalten und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge natürlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit.